Es ist wunderschön, nicht? Wenn man sich so sehr auf etwas freut und dann Amazon einem die Hiobsbotschaft überreicht. Du kriegst keine RTX 3080. Ja, deswegen, meine Laune ist heute schon etwas im Keller, aber ja. Mal sehen, ob Modern Warfare nachtreten wird, was es wahrscheinlich auch tun wird, oder es mir mal heute Spaß machen wird. Naja, ich habe neulich mal so ein Video gemacht. Es ging darum, dass man mit so einem bestimmten Blaupunkt auch im EOD-Visier ein besseres EOD-Visier hat. Also man wird ist etwas genauer damit. Und ja, ich habe in diesem Video mit der Kilo gespielt. Und das war für mich so ein Test. Weil die Kilo, das kennt ihr bestimmt auch, für mich so eine Waffe ist, auch wenn die vielleicht auf dem Papier ganz gut ist. Auch wenn alle anderen gefühlt mit der ganz gut sind. Ich mag die Waffe nicht. Ehrlich, ich mag die nicht. Ich konnte sie zu Release von Modern Warfare nicht leiden. Ich konnte sie in der Beta nicht leiden. Ich konnte sie nie leiden. Ja. Und diese Runde hat es für mich nochmal bestätigt. Deswegen, ich spiele heute mit meiner Lieblingswaffe und der besten Waffe in Modern Warfare. Der M4A1. Der besten Waffe überhaupt in Modern Warfare. Ja, das habe ich gesagt. Und? Eure Meinung interessiert mich nicht. Ja, ich wollte die Waffe mal auf Obsidian spielen, weil sowieso gerade Shipment 24/7 an ist und ich eh glaube nur noch 30 Mal das machen muss, also 15 Mal. 30 mal 15 Kills. Ich hoffe, das passt so und wenn nicht, ist mir jetzt auch egal. Ja, also, like diesen Kanal. Like diesen Kanal. Abonniert diesen Kanal. Like das Video und ja, springen wir mal direkt in die erste Runde. Bis gleich. Ciao. Schlüssel? Natürlich. Ach echt? Laber. Der Schlüssel, um auf Shipment erfolgreich zu sein, ist Campen und ein Trophy-System. Also im Grunde alles, was Modern Warfare fordert von dir. Er hat ein Obsidian-Schild. Danke, klaut mir bitte alle noch mehr Kills. Und jetzt ist mir eigentlich alles egal. Ich bin mal nicht der Typ, der die Shotguns abbekommt. Den Harrier hauen wir mal kurz raus. Den schicken wir hier hin. Der Harrier wird jetzt reinkommen. Er wird keinen Kill machen. Er wird jetzt instant weggeholt. Und ich bringe mich hier beinahe selber um. Perfekt. Komm, ah, geil, das Ding hat mal einen Kill gemacht. Wuhu! 8 Kills! Natürlich spawnt der Typ da! Nein, nein! Keine guten Spawns für den guten Jace. Der soll schön abgefuckt werden. Hier. Weg hier. Natürlich, es kommen wieder 500 Leute. Aber mein Clusterschlag geht rein, im Gegensatz zu meinen Kugeln. Nee, 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 es fällt keiner um, es fällt keiner um. 3 Stunden später. Stirb. Stirb.
alle. Laser Pointer Action, yeah. Alter, Shotgun-Spieler auf Shipment sind nichts wert. Danke. Ach, der Typ soll die Fresse halten. Danke, Spiel. Yeah! So, das ist es also. Obsidian. Ich muss sagen, ich finde die Tarnung gar nicht mehr so hässlich, wie ich sie zu Beginn fand. Vor allen Dingen, wenn das Licht etwas besser ist, sieht es sogar relativ schön aus. Ja. Wandspiele. Ich habe sogar im privaten Match Lags. Naja, egal. Auf jeden Fall, das Schöne an der Tarnung ist, sie bedeckt die ganze Waffe, was zum Beispiel bei Damaskus leider nicht der Fall ist. Aber komm. Ist ein alter Hut, Obsidian. Also, ich würde sagen, labern wir nicht lang rum und springen direkt in die Warzone-Runde. Runden, ja. Meine Klassen-Setup ist wahrscheinlich gerade irgendwo eingeblendet. Also, ja. Bis gleich. Ciao! Danke. Hätte ja fast geglaubt, dass es schon gut anfangen könnte. Hey! Jetzt, dass wir einfach hoffen wir, dass wir Glück haben. Danke. Hab ich auch noch. Das ist so ein fetten SUV. So einen fetten, hässlichen SUV und trotzdem schafft es so eine Dreckshecke, dich abzudenken. Ja, nicht die falsche Waffe nehmen. Bruder, läuft doch! Ich weiß jetzt, dass der Typ weiß, dass ich hier bin. Ja. Laser das Ding. Aber schön, dass meine Runde nicht so komplett behindert läuft. Ja, den Player hast du nicht erlebt. Hast du nicht erwartet, oder?
Ist auch nie. Nö, nö, nö. Der wollte mich Shotgun. Noch einer drin. Oben. Alles klar, Bruder. Spastischen Plastiken haben, so wie noch nie zuvor. Oh, da ist er jetzt weg. Tragische Nummer. Echt tragische Nummer, Bro. Die Aufnahme läuft gut. Da könntest du ja echt manchmal wirklich ins Knie beißen, das ist eine absolut neue Redensform. Was ist das? Keine Ahnung. Ja, muss weg hier. Aber ihr merkt schon eindeutig so, die M4 und ich, das sind ein Herz und eine Seele. Ein Herz und eine Seele, ja. Aber der Typ hat sich mit der Sniper auch überschätzt. Also erstens hat der Typ einfach gemisst wie sonst was. Ich meine, den ersten Eröffnungshit, den hat er relativ gut hinbekommen eigentlich, aber... Alles klar, er hat noch eine Sekunde warten können. Aber der hat wahrscheinlich auch nicht mehr lange überlebt. Ach stimmt, jetzt kommt erst Gulag. Ah, lol. Ich bin so sehr vom... Alter, hab ich weit gespuckt. Ich bin so sehr vom Pech verfolgt. Da bin ich gar nicht gewöhnt, dass ich jetzt hier noch irgendwie rauskomme. Verdien dir deinen Weg hier raus, Soldat. Und das Ding ist immer noch verbuggt. Ey, ich hab minimal Glück. Erschreckend, nicht? Nicht schon wieder. Ich sterb nicht nochmal so. Er hat mir den Kill abgeschnitten. Das ist ein Opfer. Und ich bin blank. Alles. Woher aber? Nein! Ah, ganz ehrlich. Typ spielt nicht RPG und MP5. Naja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst doch bitte ein Like und ein Abo da und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, euer Jace. Ciao!